Besucherinnen und Besucher meines aktuellen Podcasts. Wer im Augenblick die politische Landschaft genau beobachtet, stellt fest, es ist noch unheimlich viel Bewegung drin und Schwarz-Gelb mag vielleicht bei manchen Umfragen eine rechnerische Mehrheit haben. Die politischen Fragen entscheiden die Menschen aber anders. Sie wollen eine solidarische, sie wollen eine soziale Politik, nicht eine marktradikale Politik, wie sie der FDP auch in Zukunft vorschwebt. Das gilt vor allen Dingen auch für die Finanzen, wo wir dafür eintreten, dass es klare Transparenzregeln für die Finanzwirtschaft gibt. Und wir hätten gerne Banken, die Geld in Investitionen für Arbeitsplätze stecken, statt in Lotteriespiele und in Spekulationen. Die FDP macht unhaltbare Wahlversprechungen und auch die Union macht mit. Wer im Augenblick den Menschen verspricht, es gibt eine Chance für Steuersenkungen, der soll Ihnen doch bitte auch erzählen, was das umgekehrt bedeutet. Übrigens auch hier bei uns in Baden-Württemberg. Nämlich schlechtere Schulen, weniger Lehrer, weniger Sozialarbeiter, aber auch weniger Polizisten und vieles andere mehr. Wir Sozialdemokraten wollen Bildung zu einem Schwerpunktthema in den nächsten Wochen machen. Wir treten dafür ein, dass vom Kindergarten bis zur Universität Bildung ohne Gebühren möglich ist. Es darf nicht so sein, dass finanzielle Bildungshürden Kinder aus Familien ausschließen, die eben nicht auf Rosen gebettet sind. Und wir wollen auch das frühe Aussondern von Kindern hinein in unterschiedliche Schulsysteme dringend ändern. Auch im Bereich der Gesundheitspolitik gibt es große Unterschiede. Wir stehen dafür ein, dass gute Gesundheitsvorsorge bei ernsten und schweren Krankungen allen Menschen zugute kommt, dass sie solidarisch finanziert bleibt, dass die Gesunden eben für die Alten und für die Kranken in die gesetzliche Krankenkasse einbezahlen. Wer genau schaut, stellt fest, FDP und CDU streben an, mehr und mehr das Gesundheitswesen zu privatisieren. Das heißt, dass diese großen Lebensrisiken zunehmend auch private, individuelle Risiken werden. Und auch hier im Wahlkreis haben wir sehr deutlich vom Kandidaten der Union gehört, er will auch höhere Zuzahlungen bei den Ärzten. Bei jedem Arztbesuch soll in Zukunft der Versicherte zusätzlich Geld bar auf den Tisch legen. Dies lehnen wir ab. Wir wollen ein solidarisches Gesundheitssystem, möglichst mit einer Bürgerversicherung, die alle Menschen in Deutschland umfasst. Und wer sich dann noch zusätzlich privat versichern will, weil er ein Einzelzimmer haben möchte oder den Chefarzt, da habe ich dann kein Problem damit. Das soll er dann aber privat tun. Aber zunächst gehören alle rein in eine gemeinsame Bürgerversicherung. Beim Blick auf die Frage der Arbeitsplätze, das Thema, das die Menschen auch hier in Nürtingen am meisten beschäftigt, ist doch ganz eindeutig. Wir treten dafür ein, dass es gute Löhne gibt für gute Arbeit und dass der gesetzliche Mindestlohn auch in Deutschland so wie in vielen europäischen Ländern endlich zum Tragen kommt. FDP und Union wollen das bereits Erreichte, nämlich die 8 Millionen Menschen, die inzwischen einen Mindestlohn haben, wieder reduzieren und den gesetzlichen Mindestlohn lehnen sie ja seit langem ab. Aber auch im Bereich der Umweltpolitik gibt es gravierende Unterschiede. Wir wollen regenerative Energien, die sichern Arbeitsplätze, die sind Zukunftstechnologien und sie sorgen für eine vernünftige Umwelt und für eine Reduktion der CO2-Belastung. Und wir wollen und müssen auch weg von der gefährlichen Atomkraft, deren Entsorgungsproblematik in Deutschland kaum gelöst werden kann. Wenn man hier auf die Programme von Union und FDP schaut, ist klar, die radioaktiven Müllberge interessieren sie offensichtlich überhaupt nicht. Sie wollen sie noch größer machen und sie treten für eine längere Laufzeit der Atomanlagen ein. Wer Atomanlagen länger laufen lassen will, sollte ehrlicherweise dazu sagen, dass damit auch den regenerativen Energien die Luft genommen wird, weil regenerative Energien brauchen keine Großkraftwerke zur Ergänzung, sondern brauchen kleine, schnell zu- und abschaltbare Kraftwerke, möglichst in einer dezentralen Struktur. Sie sehen also, es gibt viele Fragen, über die es sich in den nächsten Wochen zu streiten und zu diskutieren lohnt. Ich möchte auch hier bei uns im Wahlkreis zwischen Fildern-Nürtingen und Schwäbischer Alb nicht zulassen, dass die CDU sich dieser Debatte entzieht. Ich stelle mich im Augenblick jeden Tag den Menschen und ich habe zunehmend den Eindruck, dass der Wahlkampf an Fahrt gewinnt und dass noch lange nicht ausgemacht wird und ausgemacht ist, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Und ich bitte Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, helfen auch Sie mit. Wir haben nicht die Zeitungen, wir haben nicht die Rundfunkstationen, wir haben aber den Mundfunk. Reden Sie mit Freunden und Ihren Bekannten über das, was am 27. September auf dem Spiel steht. Es geht wirklich um eine Richtungsentscheidung weit ins nächste Jahrzehnt hinein für unsere Gesellschaft.